deinen schwachen Magen wirst du dieses Video vermutlich nicht sehr gut vertragen. Bist du noch keine 18 Jahre alt, dann bist du zu jung, tut mir leid. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Outlast 2. Ja, wir haben in der letzten Folge mal wieder gemerkt, es ist wirklich viel, viel schwerer als der erste Teil, um Welten schwerer und ein bisschen verwirrender. Aber wir haben hier einen Kumpeltypen getroffen, der uns in seinen Keller eingeladen hat. Mal schauen, was der nächste Tag und in Outlast eher die nächste Nacht so bringen wird für uns. Please, Blake. Where are you? I'm scared. He's coming. I ain't hot enough. Righteousness cannot pass in blood by loins, but the blood of your heart. I can't Papa's gospel. I cop it 100 times. If I knew where the outsider was... The prophet don't need your help in finding the devil's whore and her up me. Noth questions even now other heretics at chapel. God'll guide. I ain't a heretic! Ich würde sagen, der ist gleich tot. Nein, das weiß er nicht. Das weiß er nicht. Ey, Kumpel! Nicht verraten! Ich glaube, dem geht's nicht so gut. Take your penance. God loves you. God loves you. Okay. Der wird da oben gerade total zerlegt. Wir gotteln hier unten gemütlich im Keller herum. Hey, mach einen Abgang. Du hast uns einen Kumpel da oben kalt gemacht. Finde ich ja nicht so nett von dir. Bisschen blutig da. So. Wie kommen wir hier raus? Ich würde sagen, durch denselben Weg, durch den wir reingekommen sind. So, Kumpel. Ja, du hast schon bessere Tage erlebt. Du hast auf jeden Fall schon bessere Tage erlebt. Aber du hast uns sehr geholfen. Das muss man dir lassen. So, hast du jetzt eine Batterie für uns? Ich meine, du brauchst sie ja selber eh nicht mehr. Eher nicht so. Oh, doch, da! Wie wäre das so euch? Oh, hier ist so ein Zettel. Von Paul. Oder an Paul, besser gesagt. Dein Vetter Ethan. Kranke Gegend hier. Ah, da ist jetzt offen. Da war ja letztes Mal noch zu. Ist hier sonst irgendwas für uns? Viele Batterien haben wir jetzt. Somebody there will know where they've taken. Okay. Doch eigentlich mal halbwegs passabel aus. 3 Stück. Ziel, geht zur Kapelle. Super.
Oh, das klischeehafte Banjo, wollte ich noch kurz erwähnen, haben wir hier auch noch am Start. Wir sollen zur Kapelle gehen. Vielleicht ist es ja sogar mal halbwegs hell und nicht ganz so tödlich. Vielleicht finden wir auf dem Hinweg noch was. Zumindest ist hier sogar mal die Umgebung beleuchtet. Wieso ist die... Okay. Das fällt mir gerade auf. Ich schaue jetzt automatisch schräg nach unten. Jetzt bewege ich die Maus nur noch rechts. Der schaut automatisch ein Stück nach oben. Warum? Wieso? Ja, schade, Red Barrels. An der Steuerung hättet ihr noch ein bisschen arbeiten können. Die war im ersten Teil besser. Schade, schade. Aber sonst bis jetzt geiles Game. Vielleicht ein bisschen schwer für am Anfang. Aber gut. Besser schwer, als wenn es zu einfach wäre. Und warum zum Henker ducke ich mich denn die ganze Zeit? Ja, zur Kapelle. Und die ist wo? Wenn wir hier vielleicht mal so ein Bild zeigen, ja, komm da lang. Nein, offenbar nicht. Gut. Den müssen wir sie selber finden. Waren wir da schon mal drin? Im Wasser können wir uns definitiv nur sehr langsam bewegen. Und, ey, da ist einer. Was macht die da? Obwohl, sie hat keine Waffe dabei. Vielleicht ist sie ja gar nicht so gefährlich für uns. Vielleicht können wir sie ja das mit der Kamera erschlagen. Die müsste ja auch ein bisschen Gewicht haben. Wir haben ja eine dabei. Aber zur Sicherheit gehen wir mal hier unter lang. Ich denke eher, wir müssen über die Brücke rüber. Ich scheint nur hart abzubeten. Extrem gläubig. Aber an was für... An was glauben die hier? Ich meine, die haben eigenes Evangelium geschrieben, die Kaputten. Das kommt über Lautsprecher. Diese Durchsage haben wir schon ein paar Mal gehört bisher. Ist hier was? Gibt's nix. Okay. Das heißt, wir können nur hier lang. Alles klar. Hey, Beterin. Ah, du bist wieder weg. Oh shit, was ist das denn hier? Krass, von dem Arm ist aber auch nicht mehr viel übrig. Ach, das sind so eine Art Masken. Jetzt verstehe ich das. Die haben hier so eine Art, ja, Teufelsmasken sollen das vielleicht darstellen. Aufgepflanzt und dann... so ein bisschen langsam vor sich hin köcheln lassen. Steht denn hier? Schade, dass das nicht übersetzt wird. Müsste man jetzt Latein für können. Ein paar Vögel. Ah, da oben hängen noch welche. Die haben sie aufgehängt einfach nur. Und ein bisschen bearbeitet. Die bluten ein wenig. Schicker Sternenhimmel. Haben wir aber auch nichts von. Ja, die sind auf jeden Fall gut durch. Können wir eigentlich gefahrlos hier hin?
schaffen wir eventuell mal eine Folge ohne zu sterben. Wäre mal ein Anfang. Kapitel 5. Sah ein Wirbel, kam aus der Nacht ein Feuer. Okay. Kapitel 5 mit 8 Absätzen. Alles klar. Ist hier sonst irgendetwas Brauchbares? Ich hätte gerne eine Waffe, aber die werde ich natürlich eh nicht kriegen. Ja, Verbände brauchen wir nicht, weil man hat nicht mal großartig die Zeit, sich zu heilen bisher. Man ist dann so damit beschäftigt, irgendwie zu überleben. Und so wie man versucht, sich zu heilen, wird man ultra langsam und wird komplett gekillt. Was ist hier? Okay. Da liegt er wohl schon länger. Denk daran, dass du mit einem Mikrofon durch Wände hören und Geräusche verfolgen kannst. Ja, wissen wir. Es kostet aber Batterien. Ja. Deswegen der Hinweis. Weil hier jemand durchs Maisfeld läuft. Kinder des Zorns lässt grüßen. Vielleicht ist ja sogar die Story ein bisschen an Kinder des Zorns angelehnt. Fehlt noch er, der hinter den Reihen geht oder immer im Hintergrund steht. Was? Oh shit. Das ist die Psychotante, sie ist wieder da. Kannst sie allerdings nicht komplett filmen. Komm. Krieg ich alles drauf? Jawohl, die Szene ist im Kasten. Ich kann hier gar nicht durch. Es muss einen anderen Weg geben. Und ich habe eine ganz blöde Vermutung. Wir müssen irgendwie sterben, vielleicht. Kann ich hier rüber? Nee, kann ich auch nicht. Ja. Ist da irgendwo ein Loch drin? Kann ich da irgendwo durch? Weil wenn die nicht sofort verschwinden, bin ich gleich tot. Ich komme nicht an denen vorbei. Haben die wirklich so wenig Sichtweite, die Gegner? Die haben in unsere Richtung geschaut, aber uns hier hinten nicht gesehen? Heißt das, wir können näher an die Gegner ran, als man eventuell vermuten könnte? Aber da hinten komme ich nicht an denen vorbei. Ich muss nochmal zurück. Ich glaube, ich muss auf die Kiste und da irgendwie rüber. Komm schon, Blake. Hießen wir Blake? Ich glaube, wir hießen Blake. So, die gucken doch genau in unsere Richtung, aber sie bemerken uns hier hinten nicht. Aber der ist näher als eben. Nee. Oder wollen wir hier im Gras drin hocken? Ist hier irgendwo ein Loch, wo wir durch können? Jawohl, da ist eins. Alles klar, da müssen wir lang. We must rise to face.
Fuck! Alles klar. Wo muss ich hin? Ist er noch hinter uns? Kann ich hier rein? Ah ne, bringt mir nur nichts dahin. Okay. Da sollte ich erstmal gucken, ob hinter uns nicht irgendwas ist. Mann, der Schnitter hat endlich mal Glück gehabt und ist bis jetzt noch nicht gestorben. Sollte ich etwa langsam mal anfangen können, geil. Dieser Satz war jetzt sowas von totale Scheiße. Ich probier's nochmal neu. Wir sind bisher noch gar nicht gestorben. Sollte etwa sogar mal der Schnitter in der Lage sein, eine Folge Outlast 2 zu schaffen, ohne zu sterben? Wäre auf jeden Fall eine ultimative Steigerung. Wir sollen zur Kapelle, aber wo zum Henker ist die? Okay, Kumpel. Hunzel du mal da hinten rum. Das sind aber verdammt viele, die hier rumlaufen. Wieso habe ich die ganze Zeit die Kamera eigentlich oben, so wie hier eben? Das ist ja nicht wie Outlast 1. Ich muss ja nicht alles Mögliche filmen. Brauch sie nur, um was zu sehen. Würde jetzt gerne mal sehen, wo ich hin muss. Weil ich mich ja gerade gar nicht mehr zurechtfinde. Wo bin ich denn? Okay, da ist ein Zaun. Ist das die Kapelle? Das Gebäude ist aber schon ultra schief. Oh, da blinkt was, da blinkt was. Batterie! Schnitter auf der Jagd nach Batterien. Aber ich möchte trotzdem mal versuchen zu gucken, was zum Henker das in der Mitte da eigentlich ist. Und selbst wenn uns hier jemand entdecken sollte, müssten wir ihn eigentlich ganz schnell loswerden, indem wir einfach ins Maisfeld sprinten. Sind doch nicht umsonst mehrere Gebäude. Obwohl, das ist eigentlich eher ein Sektenpropagandaturm. Wenn man die ganzen Lautsprecher da sieht. Irgendwer zu sehen hier? Da hinten, da hinten, da hinten. Oder auch. Okay. Okay, ich habe verstanden. Ich gehe in meinen Mais wieder zurück. Und warte hier mal ganz entspannt, bis ihr weg seid. Alter, die stehen genau vor uns. Wir sind dankbar für alles, das du erschaffen hast. Ja, schön für euch. Ich wäre dankbar, wenn ihr euch in Luft auflösen könntet. Ach Leute, kommt schon. Könnt ihr euch ein paar Maiskolben hier abpflücken? Macht euch ein Paket Popcorn raus und verschwindet hier. Shit, Mann, die rennt sogar durch den Mais durch. Wo ist er denn? Gehen gerade gar nicht mehr. Hast du jetzt tatsächlich Popcorn gemacht, ja?
Da ist irgendwo noch einer genau vor uns. Mann, wir hätten schon irgendwo da hinten sein können, aber was macht der Schnicker? Er wollte halt einfach nochmal gucken, ob da irgendwo was ist. Das war eine ganz, ganz bescheuerte Idee. Aber mit Nachtsicht sehe ich einen Hauch mehr. Aber ohne Nachtsicht sehe ich viel besser, wo die Scheinwerferpegel rumleuchten von denen. Schwierige Entscheidung. Nachtsicht an oder aus? Oh oh. Der war genau neben mir. Hallo. Aber so langsam habe ich das Gefühl, ich habe mich ein bisschen verirrt. Okay. Bin ich irgendwo im Nirgendwo? Ich glaube, ich habe da mal wieder eine ganz unorthodoxe Variante, die ich gerade angehe. Ich denke, man hätte einfach nur dem Weg nachlaufen müssen. Dann hätte man wahrscheinlich direkt einen Weg dorthin gefunden, wo man hin muss. Fuck! Okay. Ich hab kapiert. Heilen konnte ich mich gerade auch nicht mehr. Was? Wir müssen hier nochmal anfangen? Okay, irgendwer hat uns gesehen. Dann probieren wir diesmal Plan B. Nehmen den Sonic-Modus. Oh, der wird immer schneller nach einer Zeit. Nimm die Batterie. Nimm doch die Batterie. Sehen tue ich auch nichts. Oh, hier ist richtig. Komm hoch da. Lauf doch. Okay. Mal kurz Nachtsicht reinprügeln. Noch einer hinter mir. Okay, Verband ran. Okay, bin ich hier irgendwie halbwegs safe? Ja, halbwegs. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, so angefangen, das Game halbwegs zu schnallen. Mit Stealth durch die Gegend kriechen ist nicht. Wir müssen hier grundsätzlich anscheinend turbomäßig durch die Butnik sprinten. Aber ob das tatsächlich so ist, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis denn dann und ciao.